Ich möchte über die Lücke zwischen Reiz und Reaktion reden. Was meine ich damit? Ich meine ganz einfach, dass es eine Lücke gibt, also eine Zeit, in der wir bewusst werden können zwischen dem Reiz und der Reaktion. Also der Reiz erfolgt und normalerweise reagieren wir auf den Reiz unbewusst und automatisch. Das heißt, wir reagieren sozusagen konditioniert. Und allein diese Lücke zu erkennen und diese Lücke bewusst zu nutzen, unterscheidet einen Menschen, der gelebt wird, von einem Menschen, der sein Leben selbst in die Hand nimmt. Es ist eigentlich so einfach. Alles, was ich in den Videos erzähle, lässt sich eigentlich im Prinzip darauf herunterbrechen. Darauf, dass man die Lücke zwischen Reiz und Reaktion bewusst nutzt. Und damit meine ich ganz einfach diese Dinge, die auf Autopilot laufen. Wenn man zum Beispiel versucht, besser zu essen, man versucht, im Job weniger Stress zu haben, man versucht, sich keine Pornografie mehr anzuschauen, man versucht, die Aufregung in den Griff zu bekommen, bei irgendwelchen sozialen Interaktionen zum Beispiel. Und all diese Dinge sind am Anfang, wo wir Dinge ändern wollen, uns meistens bewusst. Da haben wir so einen Motivationsschub ganz am Anfang oder fühlen uns inspiriert. Aber sobald dieser Motivationsschub vorbei ist, und es ist meistens bereits nach 10 Minuten der Fall, da ist man dann wieder in seiner täglichen Routine, dann tut man einfach Dinge, die man immer tut. Man tut sozusagen unbewusst leben und die Zeit fliegt dahin. Man lebt also wirklich nicht bewusst und nicht richtig. Also man kostet das Leben in dem Sinne nicht voll aus. Und vor allem, man kommt nicht weiter, weil alles alte Gewohnheiten sind, die einfach abgespielt werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Reiz bekommen, zum Beispiel, ich fühle mich jetzt gestresst vom Job oder ich habe irgendwelche attraktiven Frauen gesehen und ich muss jetzt nach Hause gehen und ich muss mir jetzt ein Porno reinziehen, damit ich einfach wieder entspannen kann. Und wenn man dann erkennt, dass nach diesem Reiz, diesem Bedürfnis, diesem Drang, das zu tun, noch eine Lücke bleibt, um sich bewusst zu werden, welche Werte man hat, ob man der Mann sein will, der so lebt, oder die Frau sein will, die so lebt. Wenn man diese Lücke nutzt und kurz bewusst wird, das kann man mit 3 Atemzügen zum Beispiel machen, oder indem man einfach aufsteht und etwas anderes tut, den Raum verlässt, und diese Lücke nutzt, um sich kurz seiner eigenen Werte bewusst zu werden, dann kann man die Reaktion darauf verändern und somit weiterkommen im Leben. Genau wie zum Beispiel im Job. Ich arbeite mit Kindern. Es ist oft so, dass es sehr laut und sehr unübersichtlich ist. Wenn man eine automatische Reaktion auf den Reiz folgen lassen würde, ohne dazwischen nachzudenken oder sich irgendetwas bewusst zu machen, warum man den Job macht zum Beispiel, was man weitergeben will, welches Rollenbild man vorleben will, wie man selbst eigentlich sich entwickelt hat und wie man auch will, dass die Kinder sich vielleicht entwickeln, weil sie sich an dir ein Beispiel nehmen zum Beispiel. Wenn man sich kurz Zeit lässt und nicht einfach so drauf reagiert, auch Eltern und Kinder, gerade auch wenn hier Eltern zuschauen, die Kinder haben und die dann sich oft drin erwischen, dass sie einfach völlig unbewusst losbrüllen und schreien und am Ende, wenn sie sich das dann überlegen und logisch darüber nachdenken, welchen Werten sie eigentlich treu sein wollen und ob das wirklich den Kindern hilft, dann kommen sie oft zu dem Entschluss, dass es nicht so ist. Und am Ende fühlt man sich dann schlecht. Wenn man dann zum Beispiel dem Drang, einen Porno sich reinzusehen, nachgibt, dann fühlt man sich danach schlecht. Dann denkt man, man fühlt sich auch nicht besser danach. Wenn man dem Drang nachgibt, jetzt sich eine Pizza zu bestellen, obwohl man eigentlich einen tiefen Wert hat, gesund zu leben und es auch vorzuleben und mit seinem Körper wertzuschätzen und sich einfach vitaler zu fühlen, wenn man gesunde Lebensmittel zu sich nimmt und dann einen schwachen Moment hat und diese Lücke sich nicht bewusst macht, dann bestellt man und am Ende sitzt man da und denkt, was habe ich wieder gemacht? Ach, scheiß drauf, ich schaff's doch sowieso nicht. Und das geht immer so weiter. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, dass man, bevor man diesen,
diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion sinnvoll ausfüllen kann, sich erstmal so ein bisschen auf eine Reise nach innen begeben muss, so ein bisschen schauen muss, was sind meine Werte, was will ich wirklich, und wo hat mich das Leben immer wieder darauf hingewiesen? Also welche Punkte sind nicht von außen an mich herangetragen, sondern zu welchen gesunden Dingen, zu welchen Werten fühle ich mich immer wieder hingezogen, nachdem ich etwas gemacht habe, was sich nicht für mich richtig angefühlt hat. Und danach, wo ich dann wieder klar geworden bin und dann motiviert war, und es ist immer ein Wert dahinter, und es sind meistens mehrere Dinge, die auf einen Wert zurückzuführen sind. Und das sind die Werte, die so tief sitzen, und die auch die eigenen wahren Werte sind, dass wenn man sie erforscht und den Wert kennt, sich dann in dieser Lücke diesen Wert bewusst machen kann und dann eine ganz, ganz starke Motivation hat, die Reaktion auf den Reiz zu verändern. Und wenn man das lang genug macht und sich dessen immer bewusst wird, und es hört natürlich nie auf, weil man entwickelt sich ja immer weiter, hat neue Reaktionen auf andere Reize, weil auch sein Leben, die Umgebung sich verändert, aber auch bei den Reizen, die früher sozusagen sehr schwierig waren umzusetzen, also die Reaktion darauf zu ändern, die werden dann langsam normal. Das heißt, man hat dann die gesunde Reizreaktion, also die Reaktion auf den Reiz, aber in gesunder Weise, und kann sich dann sozusagen um die neuen Reize kommen, die durch die neuen Herausforderungen des Lebens auf einen einströmen. Und es ist so, so, so wichtig. Das unterscheidet einen Menschen, der sich weiterentwickelt, oder einen Menschen, der immer stagniert und irgendwann aufgibt. Genau diese Lücke unterscheidet die Menschen. Und ich rede nicht von einer Woche, ich rede nicht von 2 Wochen, ich rede von wirklich 1 bis 3 Monaten Konsequenz, bis sich so etwas, so eine Gewohnheit, so eine neue Reizreaktionkopplung wirklich eingebettet hat und man wirklich danach lebt. Und ich rede deshalb von 3 Monaten oder 1 bis 3 Monaten, weil man in dieser Zeit braucht, um wirklich alle Höhen und Tiefen, die natürlichen Höhen und Tiefen des Alltags mitzubekommen und mitzuerleben. Man hat immer eine gute Woche und mal eine schlechte Woche. Wichtig ist zu wissen, dass man dann, oder mal 2 gute Wochen, und dann in der dritten versaut man sich's wieder sozusagen. Man weiß aber, und danach fühlt man sich schlecht, man weiß also, was man eigentlich will, aber wir leben nicht danach. Wir sagen jetzt nicht, Butter bei die Fische, ich tue jetzt diese Reaktion nicht mehr automatisch ausführen, ich schaue, welche Reize es sind, und tu vielleicht sogar die Reize verändern. Also erstens kann ich natürlich schauen, was ist in der Lücke. Ich kann mir nach dem Reiz bewusst werden, was für eine Reaktion jetzt folgen könnte und welche Reaktion ich folgen lassen möchte, und das Ganze ruhiger und besonnener angehen. Ich kann aber auch die Reize ein bisschen ausmerzen, indem ich einfach meinen Tagesablauf, meine täglichen Dinge, die ich tue, meine tägliche Umgebung, in der ich mich aufhalte, einfach ändere. Indem ich zum Beispiel abends den Notebook und das Handy aus dem Zimmer rausstelle, zum Beispiel. Indem ich mir irgendwelche Blocker auf dem Notebook installiere. Indem ich mir keine ungesunden Sachen mehr im Kühlschrank halte. Also indem ich mir keine ungesunden Sachen mehr kaufe. Indem ich, ja, keine Kredite abschließe. Ne? Also man kann sich versuchen, in der Hinsicht auch ein bisschen vor sich selbst zu schützen, aber dann auch wirklich, es kommen immer Reize, die einen zu einer Reaktion führen oder zu einer Handlung dann im Endeffekt, die einem nicht gut tun. Und man sollte sich dessen bewusst werden, und man sollte nach dem Reiz eine gesunde Reaktion darauf folgen lassen. Nur so kommen wir weiter. Nur so entwickeln wir uns, und nur so werden wir erfüllt und glücklich. Und wichtig ist zu wissen, diese kurzen Highs, diese Dirty Highs, wie man sie nennt, also diese dreckigen Hochs, die von schlechtem Essen, von Pornos, von ja, ungesundem Schlaf, von kurzzeitigem, wenn man sich einen Kredit holt und sich jetzt was Neues kauft dafür, diese kurzzeitigen Highs, die führen einen niemals zur Erfüllung und Glück und zu wahrer Liebe, wahrer Intimität, wahrer Verbindung mit anderen Menschen und vor allem mit sich selbst, sondern die blockieren uns. Die blockieren uns und halten uns in einer dauernden Up-and-Down-Spirale gefangen, und zwar auf der Ebene,
auf einer Ebene und aus dieser Ebene kommen wir niemals raus, um eine Ebene höher zu leben und um die wahren Geschenke des Lebens sozusagen zu genießen. Denn diese Dirty Highs geben uns einen Dopamin-Rush im Kopf. Das ist auch neurologisch und von der Gehirnchemie sehr gut erklärbar. Die geben uns einen Dopaminausschuss sozusagen, einen Ausstoß. Und diese Dinge sind heutzutage so verfügbar. Schlechtes Essen, ungesunde Videos. Es müssen jetzt keine Pornos sein. Es können auch irgendwelche Fail-Videos oder so Sachen sein, die einen kurz erregen. Auch auf andere Weise. Und diese Dinge geben einen Dopamin-Rush, also eine Dopaminausschüttung im Gehirn. Und durch diese Dopaminausschüttung wird unsere komplette Gehirnchemie quasi aus dem Fugen gebracht und die natürlichen Dinge, der natürliche intime Kontakt mit anderen Menschen, das natürliche Essen, unverarbeitet, der natürliche Schlaf, dunkel, ohne Medien, ohne künstliche Lichter von Bildschirmen, alles das nimmt das Interesse daran nimmt ab, weil wir dadurch keinen Dopaminausstoß, keine Erfüllung mehr fühlen, keine, ach schön, wir können das gar nicht mehr genießen, weil diese anderen Dirty Highs unser Dopaminlevel so gefickt haben sozusagen, dass wir erstmal abstinent sein müssen, erstmal 1 bis 3 Monate. Also nicht nur, dass sich die neue Gewohnheit etabliert, auch dass diese Gehirnchemie sich wieder einpendelt auf eine natürliche Weise. Das ist wichtig, dass wir diese Zeit uns nehmen und dann können wir aus einer gesunden Art und Weise heraus neue Dinge beginnen. Aber ich glaube, die erste Zeit, die ersten Monate, sind, wenn man diese Dinge ausmerzt, sind besonders schwer, weil eben das Gehirn und die Gewohnheit einen immer noch dahin zieht. Und deswegen ist es umso wichtiger, nach dem Reiz sich kurz bewusst zu machen, was man jetzt eigentlich vorhat zu tun und ob das gut für einen ist oder nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.